Willkommen zurück zu TV Total, meine Damen und Herren. Sie erinnern sich bestimmt an die Sendung Millionär sucht Liebe. Sehr, sehr gute Show. Ja, das ist die Show, in der gut betuchte Singles eine Dame fürs Leben suchen. Das war der Text. Und da gibt es einen Kandidaten, der ist mir besonders ans Herz gewachsen. Das ist der Björn. Der Björn, ja, und der macht direkt klar, dass es ihm ernst ist. Mit der ganzen Nummer. Also ich finde, das bringt er gut rüber. Ich habe ja sowas noch nie gemacht. Und ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht lerne ich hier so einen tollen Hasen kennen, ja, und vielleicht wird hier dann relativ schnell auch mal gevögelt oder so. Also dass hier irgendwie mehr passiert, ja. Und es tut sich nichts, ja. Wir machen ja hier nur so Tourismus. Ich habe noch nie eine ehrlichere Formatbeschreibung gehört als das. Also das ist ein Applaus wert. Das ist ehrlich. Ich finde, allein für seine Ehrlichkeit müssten ihm die Frauen zu Füßen liegen. Ja, so. Björn geht aber noch weiter. Er räumt auch endlich mal auf, ja, mit diesem Klischee vom egozentrischen Geldsack. Grundsätzlich bin ich eigentlich gewöhnt, dass alle Leute das tun, was ich will. Das ist natürlich auch eine Erfahrung, das ist so. Das ist ein Sympath, oder? Grundsätzlich bin ich daran gewöhnt, dass Leute mit viel Geld echt komische Ansichten haben, aber Björn nicht. Björn ist anders. Björn ist Björn. Und Ladies, wer jetzt nicht überzeugt ist, der verpasst den Mann fürs Leben. Der Björn ist nämlich nicht nur null oberflächlich, nee, der weiß auch, was man für eine gute Beziehung braucht. Ich kann gar nichts sagen, bevor ich nicht mit jemandem Sex gehabt habe. Überhaupt nichts. Ich weiß gar nichts. Ey, und der ist noch Single. Jesus, ich verstehe die Welt nicht mehr. Lieber Björn, ich habe einen Tipp für dich. Wenn du auch in deinem nächsten Format wieder nichts zu pimpern findest, einfach den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Das war's für heute, was ich vorhin sagen, meine Damen und Herren. Hier geht's jetzt weiter mit Zeug. Da geht es heute ums Laufen. Und diesen Samstag gibt es hier auf ProSieben um 20.15 Uhr wieder Schlag den Star mit Johannes D. Kerner gegen Moritz J. Bleibtreu. In diesem Sinne. Adios.